Meine Forschung beschäftigt sich mit der Atmosphäre, also dem Teil des Klimasystems, in dem wir uns alle befinden. Und somit ist auch der Zustand der Atmosphäre für uns alle von Bedeutung. Meine Forschung ist sehr vielfältig. So habe ich mich am Anfang meiner Karriere mit der Ozonlochproblematik beschäftigt. Und jetzt bin ich besonders interessiert an Wolken und Niederschlag, die ich sehr faszinierend finde. Das hat natürlich auch große Auswirkungen, von Starkniederschlägen bis zur Klimawirksamkeit von Wolken. Ganz speziell beschäftigt sich meine Forschung mit der Entwicklung neuer Instrumente und neuer Messmethoden. Denn das langfristige Ziel ist, ein globales Beobachtungssystem aufzubauen, mit dem wir die verschiedenen Komponenten unseres Klimasystems und für mich insbesondere Wolken und Niederschlag viel besser, als wir es bis jetzt können, beobachten und langfristig monitoren können. Ich hoffe sehr, dass der Weg, den die Menschheit derzeit eingeschlagen hat, dass Fortschritt oft auf Kosten der Natur und der Umwelt passiert, abgewendet wird. Denn nur wenn wir auch Werte, auch monetärer Natur, in intakte Umwelt und Natur stecken, dann können wir nachhaltig leben. Und das würde auch bedeuten, dass das Klima sich stabilisiert. Klimawandel hat es schon immer gegeben. Der Klimawandel, den wir jetzt sehen, ist so rasant wie nie zuvor. Und das, was wir jetzt beobachten, sind auch erst die Vorboten. Die Frage ist also, zu welchem Zeitpunkt können wir die Bugwelle, die vor uns herläuft, stoppen? Die Wissenschaft hat mich schon früh gepackt. Als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, haben wir untersucht, ob wir in der Arktis auch die Bedingungen haben, die zu einem Ozonloch führen können, wie sie eben in der Antarktis ja nun schon länger beobachtet worden. Und tatsächlich ist es uns gelungen, dann die Chlorverbindungen zu messen, die fundamental für den Ozonabbau sind. Und das war für mich schon ein großes Erlebnis zu sehen, dass man eine Hypothese aufstellt und dann diese eben bekräftigen oder man hätte sie natürlich auch widerlegen können. Es gibt so viele Erkenntnisse, die ich mir wünsche. Ein Problem, das ich manchmal habe, ist, dass ich so neugierig bin, dass ich mich auf verschiedenste Aspekte fokussiere. Und nicht nur in meinem Feld bin ich neugierig, sondern es gibt auch so viele andere Disziplinen. Gerade wenn ich über die DFG in den SFBs mitkriege, was in den Lebenswissenschaften läuft, da glaube ich, werden wir wirklich noch ganz einschneidende Erkenntnisse sammeln. Während ich hoffe, dass bei uns einfach die vielen kleinen Sachen sich irgendwann zu einem großen Puzzle zusammensetzen. In meinem Alltag versuche ich natürlich, so gut wie möglich zu leben, dass ich nicht zu viele Treibhausgase emittiere. Das ist aber nicht so einfach, wie sich das manchmal sagt. Ich fahre zwar immer mit dem Fahrrad, besitze gar kein Auto, esse vegetarisch, wenn es möglich ist. Aber durch meine Forschung allein bin ich schon so viel auf Reisen, dass das Ganze mich bei dem CO2-Rechner auch in eine ziemlich schlechte Bilanz rücken lässt. Das Wetter in Bonn genau zu diesem Zeitpunkt nächstes Jahr vorherzusagen, ist schlichtweg unmöglich. Und das wird es auch immer unmöglich sein, weil es einfach zu viele Faktoren gibt, die das Ganze bestimmen. Aber wir machen immer weitere Fortschritte und wir gehen auf eine sogenannte Seamless Prediction. Das heißt, dass Wetter und Klima quasi ein kontinuierlicher Prozess ist, den wir mit ähnlichen Methoden, mit der gleichen Physik, die ja drin steckt, vorhersagen wollen. Und somit werde ich vielleicht irgendwann mal in der Lage sein, Ihnen zumindest eine Jahreszeitenvorhersage zu machen, ob nun der nächste Winter besonders kalt oder besonders warm wird.